Und ja, macht er das ja aus einem bestimmten Grund, ne, das Krafttraining. Und sonst reicht er einfach auch nur Sport aus. Ne? Ja, ist richtig, aber dieses Sprichwort use it or lose it. Use it or lose it. Wenn sich nicht Gebrauch atrophiert dann irgendwann oder geht verloren, je nachdem. Ja. Gerade im Stabilisationsbereich. Aha. Aber eigentlich ist doch Yoga, wenn du Yoga wirklich ausgiebig machst, dann hast du doch alles. Genau, ist auch Kräftigung mit dabei. Ja. Aber du wirst es auf jeden Fall losen. Ja, das ist auch wenn du es auch nur. Und manche, bei manchen Sportlern wissen ja, wenn man es zu viel used, dann losen sie es sehr schnell. Ja, mal sehen, wie viel Interesse da bei euch ist. Wenn kein Interesse ist, ist der kurze Vortrag sehr kurz. Wenn viel Interesse ist, wird der Vortrag sehr lang. Wir werden geboren, um zu sterben. Todsicher. Das einzige Sichere, ne, ist, ne, der Tod. Ne? Und dann, was machen wir in der Zeit? Wir haben da so schöne Ausdrücke im Deutschen. Wir vertrödeln die Zeit, wir verschwenden die Zeit, wir töten die Zeit. Und was wir uns überlegen müssen, was fangen wir mit unserem Leben an? Das ist doch die einzige Frage. Ne? Wenn wir buddhistisch orientiert sind, ist es sowieso eine Frage, ne? Wiedergeburt. Ne? Ja. Wir sterben, dann werden wir wiedergeboren, dann sterben wir wieder, dann werden wir wiedergeboren. Ne? Nicht immer als Menschen. Ne? Die vielen Tiere, die da rumkriechen, ne? Waren auch früher mal alle Menschen. Ja. Darf man nie vergessen. Ne? Manche der Tiere haben besseres Karma, ne? Als wir als Menschen. Ne? Wenn die mal wieder Mensch werden, dann geht es ihnen sehr gut. Ne? Die sind halt jetzt nur in einem Stadium, wo sie da keinen Zugriff drauf haben. Ne? Das ist das A und O des Buddhismus. Also Wiedergeburt, das gehört dazu, ansonsten versteht man Buddhismus nicht. Ne? Und dass es ständiger Kreislauf ist. Ne? Ja? Und wir können das ja schon ein bisschen sehen, wie man sich da rein verfängt, ne? Wenn man sich die Leute beobachtet, oder wenn man die Leute beobachtet, wie die plötzlich, ne, in diesen Videospielen, die jetzt vielleicht 15, 20 Jahre alt sind, wie die sich darin verlieren. Ja? Und dann muss wieder Neues, und dann muss es nochmal gespielt werden, und nochmal gespielt werden, so lange, bis wir gewinnen. Ne? Normalerweise das heißt, you died. Neu anfangen, dann you died again, neu anfangen. Ne? So lange müssen wir dann, ne, gewinnen, ne? Und dann, ja, und dann wird es langweilig und dann spielen wir ein anderes. Ja, so wie Shakespeare sagte, in diesem Leben, in dieser Rolle, auf dieser Bühne, im nächsten Leben, auf einer anderen Bühne, in jener Rolle. Ne? Und das hat er schon vor 400 Jahren oder 300 Jahren erkannt. Ne? Und deswegen müssen wir uns fragen, ne, was wollen wir mit unserem Leben anfangen? Ne? Was können wir mitnehmen? Und was müssen wir hinter uns lassen? Ne? Und das, was wir mitnehmen können ins nächste Leben, ne, das müssen wir uns erarbeiten. Ne? Im Deutschen sagt man ja, der nächste Winter kommt bestimmt. Im Buddhismus sagt man, das nächste Leben kommt bestimmt. Also, und wenn der nächste Winter kommt, dann bereiten wir uns darauf vor, dann machen wir die Sachen ein, die wir brauchen, während der Winterszeit. Ne? Und ja, wieso soll das anders sein? Ne? Die Leute denken, ja, das geht dann einfach so weiter. Nein. Wenn es uns heute schlecht geht, ne, dann wird es uns morgen deswegen nicht besser gehen, ne? Wenn wir nichts machen. Wenn wir was machen, kann es uns besser gehen. Ne? Kann es aber auch schlechter werden.
Das müssen wir uns überlegen. Der Sinn und Zweck unseres Lebens. Ne? Was machen wir mit unserem Leben, dass wir das nicht sinnlos vergeuden? Ne? Weil die Leute um uns herum, die vergeuden es einfach sinnlos. Die rennen nach. Ne? Die rennen ihren Begierden und ihrer Gier und ihrem Hass hinterher, ne? Und lassen den aus. Ne? Und das ist ja nicht etwas, was gute Früchte bringt. Ne? Was ist heilsam? Das müssen wir entwickeln. Das, was unheilsam ist, das müssen wir lassen. Das ist die Lehre von allen Buddhas. Unser Buddha war nicht nur der 24. Buddha, das, was er sehen konnte, war die 24 Buddhas vor ihm auf seinem Weg zur Erleuchtung oder seiner Buddhaschaft. Es gab Tausende oder Zehntausende oder so Hunderttausende von Buddhas. Und wir haben das alles verschlafen und jetzt langsam fangen wir an aufzuwachen. Ey, da gibt es ja noch was anderes als das Leben. Ne? Und das müssen wir uns klar machen. Ne? Wir werden geboren und dann müssen wir daraus, aus diesem Leben, müssen wir den größten Sinn ziehen. Ne? Entweder so das nächste Leben so vorbereiten, dass es uns besser geht. Ne? Oder den Ausstieg vorbereiten. Oder weil der ewig im Hamsterrad bleiben. Ein schöner Vergleich, ne? Hast du schon mal einen Hamster geschaut? Ja, ja. Und der denkt, der geht. Der geht vorwärts. Ja? Und wenn du von außen schaust, der geht nirgendwo hin. Und wenn der erhabene Buddha, wo der erhabene Buddha gesehen, ne? Die drehen sich ständig da im Kreis. Aber die gehen nirgendwo hin. Einmal kommen sie ein bisschen höher und dann kommen sie wieder ein bisschen tiefer. Ne? Wie die Achterbahn. Kommen wir hoch, langsam. Ne, und dann kommen wir wieder runter. Aber es gibt keinen Anfang und kein Ende. Ne? Das ist ein Kreis, eine Achterbahn. Ne? Und das muss uns klar sein. Ne? Wenn wir Buddhismus wirklich verstehen wollen, dann muss uns das klar sein. Ne? Dieses Achterbahn oder dieser Kreislauf von Tod und Geburt. Ne? Dieses ewige sich drehen in dem Rad. Und deswegen hat uns der erhabene Buddha ja den Weg raus aus dem Rad gegeben. Er hat gesagt, es gibt ein Ende von Dukkha, es gibt einen Ausstieg. Aber dieser Ausstieg ist nicht einfach. Und jetzt uns zu überlegen, selbst wenn wir im Rad bleiben wollen, wir werden geboren. Was passiert als erstes? Ja gut, als erstes müssen wir atmen lernen. Wir können nichts von alleine. Wir müssen diesen Körper, der gerade da frisch aus dem Leib kommt, ne, müssen wir programmieren. Atmen. Ne? Dann als nächstes verdauen. Dann kommt als nächstes Laufen. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Dann versucht das mal. Geht mal zurück in eure Erinnerung. Ne? Wenn ihr das öfters probiert, dann könnt ihr das. Ne? Wie war das? Ne? Und dann das Sprechen lernen. Ne? Und als nächstes kommt das Denken lernen. Und da bist du ja auch da. Ne? Das fängt dann an mit der Vorschule und dann kommt die Grundschule und dann kommt die Hauptschule oder Realschule und das Gymnasium und dann kommt das Studium. Hm? Und wann ist unser Körper fertig programmiert? 15, 16 ungefähr, 17. Ja? Dann ist er fertig programmiert, hat er die Pubertät überstanden, die ja so wunderbar schön war. Ja. Dann programmieren wir, ne? wie der Pilot programmiert sein Ziel ein, Destination Los Angeles, ne? Und dann drückt er auf Autopilot und döst. Und dann, ja, und dann landet er irgendwo und denkt, oh, jetzt bin ich tot, ne? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich mein ganzes Leben vor mich hingedöst, ne? Und im nächsten Leben macht er dasselbe. Er programmiert den Körper, tut das Endziel rein, und dann Autopilot und dann läuft er kaum. In ein paar Jahren werden wir das auch haben mit dem Auto. Ne? Das autonome Auto. Ne? Destination rein und dann wird gelesen oder ferngesehen oder was man sich auch noch, während das Auto fährt. Unsere Fähigkeiten, ne? Was uns zum Menschen macht, das verlieren wir immer, immer mehr. Ne? Was macht ein Mensch zum Homo sapiens? Reflektieren. Ja? Und das machen wir immer weniger, immer weniger. Ne?
Ihr seid schon eine andere Generation. Bei uns in der Generation, ne, Multiple Choice Test. Das ist die, eure Generation ist die Generation, ihr habt mehrere Auswahlmöglichkeiten, aber ihr habt nicht die Freiheit, die Antwort hinzuschreiben, die ihr hinschreiben wollt. Ihr habt eine Auswahl und die wird euch vorgegeben. So wie beim Videospiel, könnt ihr auch rechts gehen, links gehen, geradeaus, da und das, aufmachen, das aufmachen. Aber wir können nicht alles, ne? Wenn ihr da einen interessanten Baum sieht und da ist ja nichts programmiert, dann könnt ihr auch nichts mit dem machen, ne? Und wenn ihr nicht die Auswahl habt, ne, die ihr euch gerne wünscht bei den Multiple Choices, ne, dann könnt ihr es auch nicht machen. Ihr könnt euch nur zwischen den Dingen, die euch gegeben worden sind, ne, zur Auswahl, könnt ihr euch entscheiden. Ja, wo ist denn die Freiheit des Menschen? Wir denken doch immer, wir sind frei in der Entscheidung. Nein, wir sind frei in der Auswahl zwischen vorgegebenen Dingen, die wir machen können. Das muss uns klar werden. Ein Mensch, ein Homo sapiens, ein weißer Mensch, der muss doch die Fähigkeit haben, über das, was er tut, reflektieren zu können. Und er muss doch auch die Möglichkeit haben, Sachen, die außerhalb des Vorgegebenen, zu tun. Sonst käme er nie raus. Und es gibt ja diesen freien Willen, aber den benutzen wir ja nicht. Wir benutzen ja immer die Auswahl oder den Choice, der uns am sinnvollsten erscheint. Meistens steht er an der ersten Stelle oder zweiter Stelle, und dann schauen wir gar nicht mal nach, welche anderen Möglichkeiten wir haben. Und dann frage ich, ganz so einfach mal, ja, was unterscheidet uns von einem Roboter? Haben wir denn wirklich diese Freiheit, Wir sind ständig eingebunden in die Zwänge der Gesellschaft, denkt mal, eingebunden in die Zwänge der Familie, eingebunden in die Zwänge, uns zu erhalten. Wo haben wir denn die Freiheit, das zu tun, was wir wirklich wollen? Wir hätten sie, aber wir nutzen sie nicht. Und wir reflektieren auch nicht über das. Ist das, was ich tue, jetzt heilsam? Ist das heilsam? Ich will was. Das würde uns zum Menschen machen. Okay, ich weiß, ich will was. Okay, nehme ich wahr, das mache ich. Oder was ich machen will, ist mir auch klar. Und dann muss mir auch klar sein, die Resultate, die mir das Wollen versprechen. Ist ja immer so dann. Wenn ich das mache, dann werde ich glücklich. Wenn ich das mache, dann werde ich reich. Wenn ich das mache, dann und so weiter. Ne? Oder werde ich bekannt, oder werde ich berühmt, oder finde ich eine Frau, oder irgend sowas, wenn ich das mache. Aber wir überprüfen das Resultat nicht. Wir machen es einfach und denken, das wird schon richtig sein, und ständig fallen wir eigentlich auf die Nase. Weil wir dann nicht, wir haben den Wunsch, wir wissen, was wir davon erwarten, und wir überprüfen das, und dann merken wir ziemlich schnell, da schwindelt uns einer ständig was vor. Und das, was ich da erreichen will mit dem, was ich tue, das kriege ich eigentlich nicht. In den meisten Fällen. Manchmal funktioniert der. Zufall. Und das nächste Mal, wenn wir es selber machen, funktioniert schon wieder nicht mehr. Und das würde doch uns eigentlich zum Menschen machen. Nachzudenken, oder reflektieren über das, was wir tun, was wir wollen, warum wir das wollen und ob wir es auch die gewünschten Resultate haben. Das machst du doch auch in eurem Leben, Wenn ihr euch eine Seife kauft, die den Schmutz nicht wegnimmt, dann macht ihr das nur einmal. Das zweite Mal kauft das ja euch nicht mehr, oder? In unserem tagtäglichen Leben machen wir das eigentlich. Wir überprüfen das, was wir wollen. Das war zu viel Geld, so ein Schund, und das kriege ich nur Schund. Entweder schicke ich es zurück, wenn ich das kann, oder ich schmeiß weg. Aber ein zweites Mal kaufen wir das nicht, oder? Außer mal. Und da wird man herausgefordert. Was heißt es, Mensch zu sein?
Ist das wirklich die Descartesche Formulierung, cogito ergo sum? Und wenn ich nicht denke, dann bin ich auch nicht? Ja? Das heißt doch reflektieren, das sagen uns doch, weißt du, Deutsch ist doch die Sprache von Philosophen und Denkern, die sagen das uns doch immer. Ne? Die haben ja gedacht, ne? Die haben ja über den Sinn des Lebens nachgedacht. Zu welchen Ergebnissen sind, zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Aber die, jetzt machen wir nur noch. Unsere Gesellschaft, ne, macht nur noch. Unsere Lehrer früher, ne, ich weiß nicht, das waren wahrscheinlich die Generation von deinem Vater, die haben uns zum Nachdenken angeregt. Die haben uns manchmal gesagt, ne, Tod, ja, schreib eine Formel an die Tafel, so, na, umgestellt, und das glaubt ihr jetzt? Beweist mir, dass ich falsch liege. Die haben uns zum Nachdenken angeregt, ne? Und das wird durch die Multiple Choices, wird es hier überhaupt nicht mehr gemacht. Derjenige, der das beste Ding sagt, ah ja, das könnte das sein, ne? Der drückt da drauf und hat recht. Ne? Früher muss man die Antworten alle, ich kannte keinen Multiple-Choice-Test. Die waren mir vollkommen fremd, bis ich meinen Töffeltest gemacht habe. Ja? War mir vollkommen fremd, kam aus dem Amerikanischen, ne? Aber dann selbst auf der Uni in den USA gab es keine Multiple Choice. Ne? Da muss man auch die Antwort hinschreiben oder den Lösungsweg hinschreiben. Und die Mathematikaufgaben, ne, da hat er eine vorgerechnet und hat eine andere, die ähnlich war, hat er als Prüfung gegeben. Ja, dann kommt man nicht, wenn man sich das auswendig gelernt hat, dann stand man auf der Matte und wusste nicht, wie weiter. Ne? Man musste wissen, wie man zu einer Lösung kommt. Ne? Und es ist heutzutage, ich denke mal, vollkommen anders. Ne? Die Leute werden schon in der Schule programmiert, dass sie einfach funktionieren. Hm? Und da tragen natürlich, unwissend oder wissend, auch die Lehrer dazu bei. Ne? Dass sie so funktionieren, wie die Gesellschaft sie braucht. Die braucht keine Nachdenker. Die müssen funktionieren. Ne? Früher hat man einen Ingenieur, der 60 Jahre lang oder 50 Jahre alt war oder 40 Jahre für die Firma gearbeitet, nie rausgeschmissen. Weil man auf die Erfahrung des Ingenieurs gesetzt hat. Ne? Der hat die Erfahrung gehabt. Ne? Heute zählt nur noch das Wissen. Der kommt von der Uni, der muss mehr wissen als der andere. Natürlich weiß er mehr. Ne? Also, und der Alte raus. Ne? Und deswegen funktionieren viele Dinge nicht mehr. Weil viele ja einfach auf Erfahrung basieren. Ne? Und Praxis ist Erfahrung. Es hat nichts mit Wissen zu tun. Wir können den ganzen Kanon aus, den buddhistischen Kanon auswendig lernen, von hinten und vorne die ganzen Kommentare lesen und da wissen wir nicht viel. Ne? Wir wissen sehr viel, aber wir können nichts. Ne? So wie man früher von den Physikern gesagt hat, die wissen sehr viel, aber sie können nichts. Ne? Der Ingenieur musste dann das Problem lösen, weil der die Erfahrung hatte, ne, dass so funktioniert das nicht. Ne? Zwar in der Theorie funktioniert es, aber in der Praxis funktioniert es eben nicht. Ne? Buddhismus, ja, der Weg der Lehre ist Erfahrung. Ich muss die Erfahrung sammeln. Was passiert, wenn ich mich auf einen Punkt konzentriere? Ne? Was passiert, wenn plötzlich das Denken aufhört? Ja, man kann davon sagen, ja, das ist die absolute Ruhe oder das ist die Stille oder das ist Frieden, ne? Aber solange wir das nicht erlebt haben, wissen wir eigentlich nicht, was das heißt. Schon mal aufgefallen, dass wir in der Welt der Symbole leben und nicht im Elfenbeinturm und nicht in der Realität? Wir sprechen, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, sprechen wir über Dinge, wo wir eigentlich den Bezug dazu verloren haben. Was heißt das eigentlich? Wir sprechen über Schmerz die ganze Zeit oder über Leiden und so weiter. Aber wie fühlt sich das an? Wie entsteht es? Wie fühlt sich das an? Wie vergeht es? Und was ist der Grund, warum es entsteht? Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir haben null Ahnung von dem, was in uns passiert. Wir haben null Ahnung von dem, der uns regiert. Wenn du deine 5 Minuten Ruhe machst, ne? Ja, wer spricht denn da in dein Ohr rein? Das musst du machen, jenes musst du machen, das hast du vergessen, jenes hast du vergessen, das darfst du nicht vergessen. Ne? Das will ich noch, das will ich nicht. Ne? Jetzt müssen wir aber ruhig sein und so weiter. Wer spricht denn da rein?
Wer bestimmt denn dein Leben? Und da wir eine Stimme hören, wissen wir doch, dass wir diese Stimme nicht sein können. Oder? Aber wir glauben es. Weil diese Stimme macht uns vor, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und deswegen sagen wir, ja, mein Herr. Ja, ist aber so. Ne? Ja, mein Herr, du hast schon recht, du hast schon immer recht gehabt. Ne? Wenn ich das mache, dann werde ich das auch bekommen. Hm? Und wenn man dann mal fragt, ne, warum, wo ist jetzt das Glück? Ne? Da sagt er, ja, das hast du falsch gemacht, jenes hättest du so machen müssen, jenes. Ne? Da korrigiert er sich ständig. Der dreht sich, der windet sich immer aus den Schleifen, die man, ne? Windet er sich heraus. Schon aufgefallen? Ja. Und im Deutschen gibt es auch so ein schönes Sprichwort. Das Deutsche ist so voll von Sprichwörtern, so schönen Sprichwörtern. Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn nur noch die Wahrheit spricht. Ne? Ja. Ah, Latecomer. Latecomer. Ja, aber wir glauben, das stimmt immer noch. Weil die behauptet, das sind wir. Schon aufgefallen? Ja? Ich will. Ja? Und dann kann man das natürlich nicht in Frage stellen. Was? Zwei Kissen? Ja, will ich jetzt. Ja, jetzt ist mir aufgefallen, weil das saß ja meistens schon. Wo sie in Thailand war, da hat sie kein Kissen gehabt. Da hat sie sich aber ganz schnell wieder umgewöhnt. Es ist aber anders. Es ist anders, ja. Ja, wer ist diese Stimme? Geben wir jetzt im buddhistischen Kanon oder die Lehre des Abenden Buddha, ist es nichts anderes als Avijja. Avijja ist die Macht, die uns in diesem Rad gefangen hält. Und deswegen hat er uns drei Prinzipien genannt. Anicca, Anatta, Dukkha. Alles ist vergänglich. Die Gedanken, die kommen, sind vergänglich. Ja? Die Gedanken sind Anatta. Das sind nicht ich, gehören nicht mir, das ist nicht mein Selbst. Ne? Anicca, Anatta und Dukkha. Und es ist, weil alles Dinge entstehen und vergehen, ist es leider. Ne? So ist die Stimme. Die ändert sich auch. Und das muss uns klar werden. Deswegen brauchen wir dieses, wir brauchen, ne, wenn wir unser Leben untersuchen, brauchen wir dieses Gewahrsam. Ne? Gewahrsam, was passiert jetzt in diesem Moment? Ne? Dann werden wir nämlich auch plötzlich gewahr, aha, ich gehe jetzt in die Schule, jetzt plötzlich ein anderes Programm läuft ab. Ja? Ich komme von der Schule zurück, wieder ein anderes Programm eingestellt. Ne? Und dann komme ich nach Hause, wieder ein anderes Programm. Dann sehe ich meine Eltern, wieder ein anderes Programm. Das läuft ab, ne? Auch manchmal, wenn wir es nicht wollen, läuft es trotzdem ständig ab. Ne? Wir sind wirklich auf Autopilot geschaltet. Ne? Das ist einprogrammiert, alles einprogrammiert in den ersten 16 Jahren. Ne? Im nächsten Leben müssen wir es wieder machen, müssen wir wieder 16 Jahre dazu verwenden, um das programmieren. Das ist ein biologischer Roboter. Ne? Die Leute wollen das zwar nicht hören, ja? Aber das ist einfach ein wirklich sophisticated, extrem sophisticated, ja, sehr sensibel und so weiter, mit all diesen Gefühlen. Das schaffen wir in 200 oder 300 Jahren auch noch, ne? Dass wir die Roboter, die jetzt, die Anfangsroboter ja aus den 70er Jahren, die kenne ich noch, ja, die konnten nur heben, rechts, links und so weiter runter tun, ne? Aber die hatten kein Feingefühl. Jetzt kriegen sie immer mehr und mehr Feingefühl, wenn man immer mehr Sensoren einsetzt, ne? Bei uns hat man auch sehr viele Sensoren eingesetzt. Das heißt Nervensystem, ne? Das gibt uns ja mit, ob was heiß ist oder warm ist oder kalt ist, ne? Oder ob da eine Berührung stattfindet. Das sind alles, unser ganzer Körper ist voll von diesen Sensoren. Ja, und warum kann man da nicht Roboter nennen? Ja? Aber es gibt immer einen, der den programmiert und da sitzt und steuert. Und da zu diesem müssen wir hin. Den müssen wir in den Griff bekommen. Dass er nicht ständig da in seinem Traum, ne,
dahin spaziert. Einfach vorwärts geht, vorwärts geht, vorwärts geht. Das ist das. Da müssen wir uns drauf zu konzentrieren. Und das machen wir ja eigentlich im Grunde genommen, wenn wir Samadhi machen. Da konzentrieren wir uns auf das, was weiß, dass der Atem reingeht, das, was weiß, was der Atem rausgeht, das, was weiß, ob der Atem tief ist, ne? Das, was weiß. Ne? Und sonst, ne, wenn wir uns nicht drauf konzentrieren, sind wir einfach ein Programm. Das Programm läuft ab. Ne? Manchmal stinkt es uns, ne? Und dann merkt man, wenn wir es korrigieren wollen, es ist so schwierig, das zu korrigieren. Ne? Warum reagiere ich auf den Typ immer wieder? Das ist doch, bringt doch nichts. Ne? Da zu sein. Zu leben. Wann ist denn das, wann wir leben? Wenn wir in der Zukunft sind, leben wir nicht. Die Zukunft ist noch nicht da. Wenn wir in der Vergangenheit sind, wie oft sind wir in der Zukunft und in der Vergangenheit? Planen ist Zukunft. Ne? Da erwarten wir, warum erwarten wir was? Ne? Wir wollen ja immer, dass es schöner wird, als es jetzt ist. Ne? Jetzt in diesem einen Moment leben wir. Ne? Da, wenn wir gewahr sind des Atems, dann leben wir. Dann nehmen wir als erstes diesen Körper wahr. Wir merken, ey, ich habe ja einen Körper. Und der fängt nämlich dann an, weh zu tun. Wenn wir da eine Stunde sitzen und uns auf das Buddha konzentrieren oder auf den Atem konzentrieren, es ist unglaublich. Ne? Die Erfahrung, die ich mit Meditierenden gemacht habe, die da kommen, ne? Egal ob die 3 Jahre meditieren oder gerade anfangen zu meditieren, die Probleme sind immer Körper. Ja, da tut mir das weh und da, oder dann passiert das oder passiert jenes. Ne? Körper. Welcome to the world of the body, ne? Sage ich dann immer. Willkommen zu der Körperwelt. Wir haben einen Körper. Und das erste Mal, wo wir registrieren, dass wir einen Körper haben, ist, wenn wir aufhören, wenn wir versuchen, uns zu konzentrieren auf einen Punkt. Dann merkt man nämlich plötzlich, ah, da piekt's und da piekt's, oder da tut's weh, oder da tut's weh, oder da bewegt sich was, oder da bewegt sich was. Kriegen wir ja sonst nicht mit. Wir benutzen den Körper, so wie wir unser Auto benutzen. Wenn es dann aufhört zu laufen, ne, dann schauen wir erstmal unter den Motor. Ne? Was ist denn jetzt da los? Ne? Oder fahren in die Werkstatt, also gehen zum Arzt. Ne? Reparieren wir mal schnell den Körper, ich brauche den wieder. Ja, ich drücke das ein bisschen überspitzt da, sodass man das versteht. Das ist, ja. Schau es dir mal an, ne? Und du wirst es sehen, ne? Das ist so. Der Körper ist nicht Ass. Wir benutzen den Körper so, wie wir das Auto benutzen. Jetzt überleg dir mal, du wirst im Auto geboren und du stirbst im Auto und dann denkst du doch, du bist das Auto. Ja? Du kommst doch nie auf die Idee, dass du nicht das Auto bist. Ja? Wir werden im Körper geboren, wir sterben im Körper und dann kommen wir natürlich auch nicht auf die Idee, dass wir nicht der Körper sind, sondern denken nur, dass wir der Körper sind. Und diese Verbindung, diese Assoziation, dass wir der Körper sind, bringt uns ja diese großen Schwierigkeiten. Aber wenn wir anfangen zu meditieren, merken wir erstmal, wir haben einen Körper. Oh, ja. Da ist was da. Merkst du es nicht? Warum bewegt sich der Körper? Warum kratzt er sich? Ja, warum bewegt sich das Auto, weil da ein Autofahrer drin ist, der das Lenkrad nach rechts oder links reißt oder aufs Gas oder auf die Bremse tritt? Weil die Erfahrung ist, wenn wir im Samadhi sind, wenn wir in der Konzentration, in der angrenzenden Sammlung sind, ne, wo das Denken und die Erinnerung mal ausgeschaltet ist, bewegt sich auch der Körper. Ne? Und wenn wir noch tiefer gehen, dann können wir mit dem Körper alles machen, ohne dass wir das mitkriegen. Das ist doch mal was Interessantes. Wir gehen in die nächste Galaxie raus oder in ein nächstes Sternensystem raus. Ja, warum gehen wir denn nicht mal dahin, wo das alles entsteht? Ha? Wo entstehen denn die Dinge? Die entstehen doch in unserem Herz. Ha?
Da kommt doch die Unruhe rauf, da kommt doch das... Diese Ablehnung, dieses nicht, ja, teilweise nicht hören wollen, ne? Kommt doch da, kommt doch eine Ablehnung hoch, ne? Wir vergöttern doch diesen Körper. Und es ist noch schlimmer hier im Westen als in Asien, ne? Der wird hier vergöttert, der wird hier vermarktet bis zum geht nicht mehr, ne? Und es wird vorgeschrieben, wie der Körper auszusehen hat, wie er gekleidet sein muss, ne? Ob er nun kräftig sein muss, ne? Oder braun sein muss, oder weiß. Wird uns doch alles vorgeschrieben. Wir vergöttern diesen Körper so, sodass man von dem Körper gar nicht loslassen kann, und dann tut man in den Grab und dann vergöttert man noch das Grab von den Knochen. Und das sind meine Eltern. Die sind schon lange weg. Das ist die Hülle. Hm? Überleg dir mal, du hast ein schönes Auto, hast ein gutes Mittelklasse-Modell oder vielleicht auch ein Endklasse-Modell, ne? Und irgendwann geht es mal kaputt. Und dann sagst du deinen Verwandten, ne? Komm mal alle her, wir müssen jetzt mein Auto begraben. Ne? Dann wird ein Grab dafür angelegt, dann wird das Auto da reingelegt und da darf es dann verrotten. Ja? Ja, ich weiß, das sind halt Themen, die man nicht so gerne hören will. Ne? Nein, der Körper ist ein Roboter, und wenn man den dann so ein biologischer Roboter, wenn man den dann so akzeptiert, ne? Ja, dann können wir ja auch viel besser damit umgehen. Hm? Ne? Dann schütten wir die Chemie rein, die er braucht, um Energie zu. Um das in Energie zu verwandeln. Der Magen ist nichts anderes als eine chemische Fabrik. Ne? Die Gase entstehen, die kann man. Ja, das ist, ja, ich weiß, es ist nicht so angenehm zu hören. Ne? Alles, was reingeht, ist schön und gut. Alles, was im Körper geht, ist schön und gut. Aber das Hemd, wenn du nach dem Sport das aussiehst und das riechst, na, das stinkt. Ne? Wenn du auf Toilette gehst, dann willst du das gar nicht mehr, das Essen mehr anschauen, dass du so genussvoll gegessen hast. Ne? Das ist nur einfach umgewandelt. Ne? Ja? Das, was wir getrunken haben, das kommt als gelbe Flüssigkeit raus. Ne? Wenn man das einen Tag lang in den Becher hinstellt, dann fängt es auch zu extrem zu stinken an. Alles, was aus dem Körper rauskommt, ist hässlich und, ja? Und was in den Körper reingeht, ist schön. Das ist doch irgendwie eine komische Vorstellung. Ne? Da haben wir eine Chemiefabrik, ne, die wir versuchen zu erhalten, die alles Schöne ins Hässliche umwandelt. Ja, wer würde so ein Geschäftsmodell hier in Europa durchsetzen können? Würden wir die Endprodukte verkaufen können? Aber wir machen das, weil wir nicht drüber nachdenken. Wir reflektieren einfach nicht. Ne? Wir nehmen das, ne? Ja, das ist so. Ne? Dann nehmen wir das an. Ne? Jeder um uns herum macht das ja auch so. Ja, der Körper, ja, das ist schön, ne? Das ist toll, ne? Den muss man pflegen. Und dann sagt die Medizin uns jede zwei Jahre was Neues, teilweise im Kontrast zu zwei Jahren vor. Ah ja, das haben wir nicht so richtig verstanden, aber jetzt wissen wir das. Ne? Dann brauchen wir nur zwei Jahre zu warten, dann wissen wir, dass sie das, was sie heute als Wahrheit darbieten, auch nicht verstanden haben. Und man hört das auf, ne? Ja, das führt zum Tod, das führt zu der Krankheit, das führt zu der Krankheit, ja. Nein, Geburt führt zum Tod. Und das kann man hundertprozentig nachweisen. Alles andere kann man nicht hundertprozentig nachweisen. Das sind, ja. Ja, könnte sein, ne? Wir waren früher klüger. Ohne die medizinische Wissenschaft. Da haben wir nämlich gesagt, das eine Gift ist das andere Medizin. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Das ist aus dem Englischen. Irgendjemand hat es mir mal gesagt. Ne? Mhm. Da gibt es ein Sprichwort. Ne? Was dem einen hilft, ist für den anderen tödlich. Das hat man vor 200 Jahren gewusst. Heute? Nein. Die Wissenschaft sagt das, ne? Fünf Jahre später sagte das. Ne? Vor Anfang des 19. Jahrhunderts haben die Ärzte gesagt, Rauchen ist gesund. Ne, jetzt sagt jeder, Rauchen ist tödlich. Ja?
Also was ist es? Ne? Es hängt doch von jedem einzelnen Körper ab. Ne? Wenn wir verstehen, ja, und dann die ganze Gentechnologie und so weiter und so fort. Ne? Wenn wir wirklich verstehen würden, was verschafft uns diesen Körper, was verschafft uns diese Familie, ist doch alles Karma. Was wir gesät haben, das werden wir ernten. Ne? Die Menschen, ne, die heutzutage, also im Sport, ne, ein Sportlehrer weiß es, ne, da gibt es ein paar Gute, die können gut Sport, ne, und dann gibt es welche, die können nicht mal springen, nicht mal laufen. Ne? Ja, warum, die sind doch beide geboren worden. Ne? Ja, warum ist der eine vollkommen unsportlich, der andere sportlich? Ha? Kommt doch nur auf Karma. Hast du das Karma, dann wirst du in die Gene reingeboren, die diesen Körper erzeugen. Das hast du dir aber selber ausgesucht. Ne? Nicht bewusst. Ne? Unbewusst. Ne? Diejenigen, die mathematisch begabt sind, na, die kriegen das mit. Ne? Die kriegen diesen Körper, der mathematisch nicht, der das einfach begreifen kann. Andere kriegen das nicht mit. Das, was wir uns erwerben, ne? Wenn wir uns um unseren Körper sorgen, ne? Und wenn wir vor allem, wenn wir anderen Lebewesen kein Leid zuzufügen, ja, dann werden wir einen gesunden Körper haben im nächsten Leben, ja, und ein langes Leben. Da brauchen wir keine was auch immer, Neuzelltherapie oder was auch immer. Ne? Frischzellen. Ach, ja, irgend sowas. Ja, das ist ständig, ne? Und da braucht man auch keine Schönheitsoperationen, wenn wir verstehen, was zu einem schönen Körper führt, wenn wir verstehen, was zu Reichtum führt, wenn wir verstehen, was zu einem langen Leben führt und was zu einem Leben ohne Krankheit führt. Es gibt nämlich Leute, die werden nicht krank. Und es gibt Leute, die sind ständig krank. Das hängt doch alles vom Karma ab. Was wir tun, was wir säen, das werden wir ernten. Und da wir nicht sehen können, was wir im früheren Leben gemacht haben, wie oft wir den Leuten auf den Dez gehauen haben oder in das Messer im Magen umgedreht haben oder das verletzt haben, weil wir waren alle Soldaten. Ne? Auch die Frauen waren Soldaten, ne? Im früheren Leben. Ne? Ja, haben wir diese Krankheiten. Ne? Oder wir sterben früh. Ne? Die einen sterben mit 15. Oder sogar noch im Kindesbett, ne? Und die anderen sterben mit 100. Ja, wieso? Das überlegt man nicht. Der eine wird im Ghetto von New York wiedergeboren, wo sein Vater ihn lernt, wie man stiehlt oder wie man Leute umbringt. Ne? Und der andere wird im Königshaus erzogen, ne? Und lernt, wie man regiert. Ja, wieso? Der Katholizismus sagt, das ist Gottes Wille. Und da wir nur im Katholischen nur ein Leben haben, dann werden wir gleich bestraft am Anfang unseres Lebens. Wir haben überhaupt gar keine Chance, was anderes zu tun. Da aus dem Ghetto auszusteigen, das gelingt einem unter 100.000. Ne? Der schafft es aufgrund seines Karmas, schafft er das, da rauszukommen. Ne? Ja. Das ist doch unfair. Es schaut doch so unfair aus, ne? Der eine macht einen Job und dann kriegt er eine Million dafür und wir machen denselben Job und kriegen mal gerade 1.000 Mark dafür. Ne? Die Politiker gehen auf eine Veranstaltung und kassieren für einen Abend 250.000 Euro, ne? Und du machst eine Veranstaltung nach der anderen und kriegst im Monat 1.000 oder 2.000 Euro. Ist so unfair, oder? Warum? Das ist alles karmabedingt. Ne? Der Abende Buddha sagt in einer der Sutten, ne, da kann ich mich jedenfalls erinnern, wahrscheinlich erwähnt er es in mehreren Sutten. Ne? Was macht einem Menschen, was bringt ihm Schönheit? Zu dienen. Und warum mögen wir schöne Menschen? Weil wir wissen, dass dieses dem anderen dienen, ja, einfach eine sehr angenehme Art. Deswegen fühlen wir von denen angezogen. Was sie in dem nächsten Leben dann mit ihrer Schönheit machen, ja, verkaufen sie, ne? Das, was wir uns in der harten Arbeit erarbeitet haben, das Geld, ne? Ja, dann kommt der Urlaub und dann verprassen wir alles.
Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann arbeiten wir wieder hart, ne? Dass wir das wieder haben. Und dann gehen wir es wieder hin, ne, und verprassen es. Ja, das Verprassen ist natürlich ein hartes Wort, ne, aber wir leben unsere Wünsche aus. Ne? Und so ist es auch mit diesem Leben. Ne? Die Leute, die reich geworden sind in diesem Leben, ne, also die meisten, nicht alle, die haben sich das hart erarbeitet. Es gibt nichts kostenlos in diesem Leben. Es gibt nichts kostenlos auf dieser Welt. Ne? Du musst großzügig sein, geben, 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 geben. Ne? Und dann wirst du in einem Leben unheimlich reich. Und was passiert, wenn die unheimlich reich sind? Die meisten von denen werden geizig. Und was passiert dann? Ja, dann werden sie wieder arm. Und deswegen ist das Anicca, das Gesetz von Anicca so, alles verändert sich. Es bleibt nichts beim Gleichen. Ne? Die gute Eigenschaft, die wir uns erworben haben, führt zu guten Resultaten. Und wenn wir die missbrauchen oder einfach nur ableben, dann ist sie wieder weg. Dann müssen wir sie neu erarbeiten. So wie wir unser Geld, das wir uns hart erarbeiten, dann wird es im Sinne mit unseren Freuden dann wieder ausgegeben und dann ist sie wieder weg. Dann müssen wir wieder arbeiten. Und wenn man sich das mal anschaut, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen, dass wir nichts geschenkt bekommen, aber auch gar nichts geschenkt bekommen. Das ist ja der Glaube, dass man was geschenkt bekommt. Nein. Wir müssen uns das erarbeiten. Reichtum müssen wir uns erarbeiten, Schönheiten, langes Leben müssen wir uns erarbeiten. Alle diese Dinge müssen wir uns alle hart erarbeiten. Ne? Und wenn wir dann nicht so klug sind und das dann erhalten, weil wenn der Reiche dann von seinem Reichtum viel abgibt, ja, dann bleibt er immer und immer reich. Wenn der Schöne weiterhin den anderen dienlich ist, dann wird er wieder schön und wieder schön und wieder schön. Aber wenn er sich dann darauf auf den Lorbeeren ausruht, ist ja auch so ein schönes Spruchwort, ne? Ja, dann geht das alles verloren. Ne? Und wenn man denkt, ne, auch im spirituellen Wege, denn, ach, jetzt bin ich ja auf dem spirituellen Weg und es wird ja auch dann so weiterbleiben, ne? Und im nächsten Leben kommt dann irgendwas anderes, ne? Wie auf dem Weg, sage ich, ne? Der Weg ist jetzt gerade schön, und sind immer angenehm, aber jetzt sind wir ein bisschen müde, da ist ein schönes Restaurant, dann setzen wir uns rein, ach, die haben ja auch noch ein Hotel daneben, ne? Dann können wir uns ja mal auf dem weichen Bett ausruhen, ach, das ist, und dann wollen wir schon gar nicht mehr weiterlaufen. Ne? Und dann bleibt man da und dann versucht man da irgend sowas zu machen. Ne? Jeden Moment haben wir die Entscheidung, in die richtige Richtung zu gehen oder in die falsche. Jeden Moment haben wir auch die Wahl. Und das ist jeden Moment und das kriegen wir ja gar nicht mit. Ja? Wie viel Schlechtes kann man wir an einem Tag machen können? Das ist unglaublich. Wir können in die Hölle gehen, an einem Tag, ne, können wir in die Hölle gehen, ne, für 150.000 Jahre. An einem Tag können wir aber auch in den Himmel gehen für 100.000 Jahre, wenn wir das Richtige machen wollen. Ne? Und wie viele Entscheidungen haben wir pro Tag? 24 Stunden, ne? Wenn man die 8 Stunden oder 6 Stunden Schlaf abzieht. Viele Entscheidungen fallen da. Ne? Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie reagiere ich auf die Leute? Was mache ich? Ne? Bin ich großzügig oder bin ich geizig? Oder wehre ich mich gegen meinen Kammer, das kommt? Ne? Und dann muss man sagen, hallo, da bist du schon. Oh, ich habe dich zwar nicht so schnell erwartet, aber... aber wir wehren uns ja dagegen, ne? Sagen, das ist ungerecht, ne? das ist die Person gewesen oder jene Person gewesen, die wollte mir eins reindrücken. Ja? Und damit verstärken wir das Karma und dann kommt es wieder zurück und wieder zurück. Ne? Wir müssen annehmen und akzeptieren, okay, ja, war nicht angenehm, aber lassen wir das jetzt mal. Ne? Sehen wir mal drüber weg. Ne? Oder schauen wir mal bei uns selber nach, wo ist denn der Auslöser für diese Form von Karma? Das könnten wir auch in unserem Herzen feststellen. Aha, war früher, oder ich habe immer noch die Tendenz. Ne? Ja, also dann reiße ich die Tendenz raus und dann kommt, in Zukunft kommt auch diese Form von Karma nicht mehr zurück. Weil wir nähern sie ja ständig. Ne? Karma ist eines der wichtigsten Dinge, die wir im Buddhismus verstehen müssen. Wenn wir das nicht verstehen, ne? Dann haben wir Schwierigkeiten. Ne? Dann denken wir immer, andere tun uns was an.
Oder das ist ungerecht. Ne? Deswegen sage ich ja, es gibt, sage ich auch immer wieder, es gibt nichts Unfaires als das gerechte Karma. Wir empfinden es als unfair, aber das ist absolut gerecht. Ne? Warum wird dieser Mörder, ne, nicht gefasst? Ne? Warum hat er so ein langes Leben? Der hat schon 1000 Menschen auf dem Gewissen. Warum lebt er bis 90? Das können wir uns nicht vorstellen. Ja, weil er früher in früheren Leben nie jemandem was zuleide getan hat. Und in diesem Leben entschließt er sich, aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen, entschließt er sich, Menschen umzubringen. Dann trotzdem wird er sein langes Leben finden. Und trotzdem wird er auch wahrscheinlich nicht erwischt werden. Aber er wird dann, wenn er stirbt, wird er die Rechnung dafür, dass er den Typ bekommt. So wie wenn man aus der Wirtschaft rauskommt, hallo, komm mal zurück, da ist die Rechnung. Wir kommen da nicht vorbei. Und im Deutschen sagt man auch so schön, die Suppe, die du dir eingepockt hast, die musst du auslöffeln. Da geht kein Weg vorbei. Deswegen finde ich die deutsche Sprache so schön. Ne? Aber es fällt uns nicht auf, weil wir sie ständig gebrauchen. Was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Denn alles, was uns zugefügt wird, haben wir ja anderen angetan. Das sagt man natürlich nicht. Und den zweiten Teil des Satzes vergisst man immer wieder. Ne? Denn alles, was uns zugefügt wird, sei es gut oder sei es schlecht, haben wir anderen Menschen angetan oder anderen Wesen angetan. Wie man Wald ruft, so schallt es zurück. Ja. Wenn der Bauer Weizen sät, ne, dann muss er auch erst mal sechs Monate warten, bis er ihn ernten kann. Ne? Und wenn wir heute was säen, also an Karma, ja, dann müssen wir bis zum nächsten Leben warten, bis wir es ernten können. Wenn der Bauer einen Obstbaum pflanzt, dann muss er 7 Jahre warten und wir müssen 7 Leben warten, bevor wir das ernten können. Aber dann ernten wir es in Leben. Das ist, wieso soll das anders sein? Die Natur ist Natur und die folgt einem Naturgesetz. Ob das jetzt nun materiell ist oder geistig ist, das ist alles dasselbe. Das Gesetz ist immer dasselbe. Was du tust, ne, das Resultat kommt zu dir zurück. Ob wir es wollen oder nicht. Wir denken immer, wir könnten den Dingen ausweichen. Geht nicht. Dem Karma kann man nicht ausweichen. Das kann man nur akzeptieren, sagen, hallo, bist da. Und beim schönen Karma ist es ja, oder beim guten Karma ist es ja auch kein Problem. Da sagen wir immer, das ist ja unser Recht. Bei schlechten kann man sagen immer, das ist die Schuld der anderen. Da ist schon mal eine Illogik drin, ne? Also eine A-Logik. Ne? Das kann doch nicht stimmen. Entweder ist das Gute, kommt von anderen, und das Schlechte kommt von anderen, oder beides kommt von uns. Ich kann doch immer, wie die Katholiken in die Kirche rennen und sagen, ja. Bitte, lieber Gott, nimm diese Sünde von mir. Habe ich erst kürzlich gehört. Ne? Da hat es auch eine in Malaysia hat es auch gesagt. Ja, und wenn du diese Schwere, na, dann werde ich dir auch überdienen. Ne? Das ist ein Krampf. Ne? Und da habe ich gesagt, wenn du im Lotto gewonnen hast, du bist doch auch nicht so zum Altar gerannt und hast lieber Gott, nimm das von mir weg. Ja, warum nur das Schlechte? Warum ist das Schlechte gehört uns nicht? Und nur das Gute gehört uns? Ja? Das ist doch ein Fehler im Denken, in der Logik. Ne? Wir haben doch Mathematik nicht studiert, aber wir haben es ja wenigstens gelernt. Ne? A ist gleich B plus C. Ne? Wenn man eine B und C hat, dann muss er auch A akzeptieren können. Ne? Das ist doch die Logik. Ne? Schlechtes ist Schlechtes, Gutes ist Gutes und das beides kommt von uns. Ne? Harter Brock, ne? Und das gleich am ersten Tag. Oh. Ja. Und selbst nach Jahren ist es schwer zu verdauen. Ja.
Kammer ist das A und O. Ne? Je besser wir das verstehen, umso weniger fühlen wir uns gerecht behandelt. Ne? Das andere, was wir verstehen müssen, ist das Dukkha. Ne? Dukkha wird häufig falsch übersetzt als Leiden. Wer leidet schon? Ich habe nie gelitten, aber ich war ständig unzufrieden. Ne? Dukkha ist Unzufriedenheit. Das hat mir nicht gepasst, jenes hat mir nicht gepasst. Langeweile. Ne? Ihr kennt ja wahrscheinlich nicht mehr, aber früher gab es kein Fernseher und kein Internet. Ne? Und da war es uns am Samstagnachmittag langweilig. Da gab es nämlich nichts, ne? Außer Fußball. Ne? Ne? Sportschau. Da waren die Geschäfte geschlossen. Ne? Ja, vor allem gerade im Schwabenland. Ne? Da waren alles geschlossen, sogar die Gaststätten waren am Nachmittag geschlossen. Ne? Und da war es uns langweilig. Was sollen wir jetzt heute mit diesem langweiligen Sonntagnachmittag machen? Ne? Gab es ja dann auch den Spruch. Ne? So. Heutzutage hat jeder, das, hat jeder die Welt immer in den Händen. Ne? Immer, zu jeder Zeit. Tageszeit, Nachtzeit. Ne? Zu unserer Zeit, ne, wurde das Fernsehen, ne, abgestellt. Um 11 Uhr gab es dann dieses weiße Rauschen. Ne? Mhm, stimmt, das Testbild. Ja. Mhm. Ja, da muss man sich dann mit sich selber beschäftigen, ne? Das braucht man heutzutage nicht, ne? Da spielt man Pokémon Go oder wie das auch immer das heißt. Und das führt dann zur nächsten Stelle. Ja, ich weiß es nicht, ich krieg's ja immer nur am Rande mit, ne? Und dass die Leute da ganz verrückt sind, ne? Ja, aber man kommt halt nicht zu der Realität, hey, da ist ja was, ne? Was, ja. Jetzt gibt es nichts zu tun. Ja, was kommt da hoch? Langeweile. Ne? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ne? Muss ich die 5 Stunden totschlagen, ne? bis da wieder der nächste Event kommt. Ne? Das ist Dukkha, Langeweile. Unzufriedenheit ist Dukkha. Sich nicht wohlfühlen ist Dukkha. Ne? Das ist nicht nur Leiden. Also wenn Dukkha als Leiden wirklich übersetzt wird, ja, dann würde kein Mensch meditieren. Wer leidet denn schon? Ne? Gut, ein paar leiden. Und wenn die leiden, dann meditieren die nicht. Ne? Mhm. Ja? Aber wir haben Dukkha, ständig Dukkha. Ne? Und da haben der Buddha gesagt, das ist die erste edle Wahrheit. Ne? Dukkha ist die erste edle Wahrheit. Ne? Wir haben das Dukkha. Wir sind ständig unzufrieden. Nicht ständig, aber wir sind unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit wollen wir mit irgendwelchen Aktionen, sei es jetzt sprachlich oder sei es gedanklich, indem wir tagträumen, oder sei es jetzt durch Aktionen überwinden. Ne? Und deswegen laufen wir vor diesem Dukkha ständig weg. Ne? Wir wissen eigentlich, deswegen wissen wir auch nicht, was ist Dukkha. Ne? Wir laufen ständig weg. Ne? Da haben wir irgendwie physisches Leiden, laufen wir zum Doktor, haben wir psychisches Leiden, laufen wir zum Psychiater und so weiter und so fort. Ne? Wir laufen weg von dem Dukkha. Ne? Also verstehen wir die Wahrheit von Dukkha nicht. Ne? Verstehen wir die erste edle Wahrheit vom Dukkha nicht, dann finden wir auch nicht den Weg raus aus dem Hamsterrad. Ne? Die zweite edle Wahrheit sagt, was ist die Ursache für das Dukkha? Das Wollen. Ne? Diese Gier nach irgendwas. Ne? Gier nach Sein, Gier nach Haben wollen oder Gier nach Nichtsein. Ja? Die Leute, die sich selbst umbringen, die wollen nicht sein. Ne? Und deswegen bringen sie sich um, die Gier nach nicht haben wollen. Ich will nicht mit dem konfrontiert werden, was ich als unangenehm empfinde. Aha, unangenehm ist schon wieder Dukkha. Ne? Damit will ich nicht konfrontiert werden. Dieses Wollen erzeugt dieses Dukkha. Dieses Wollen, etwas erreichen zu wollen, was ich dann nicht erreiche, erzeugt auch Dukkha. Und wenn ich es erreicht habe, dann bin ich 5 Minuten zufrieden und dann will ich schon wieder das Nächste. Es ist ja nicht so, dass wir da zufrieden werden, wenn wir einmal das haben. Das macht uns ja nicht glücklich. Wenn wir einmal Eis essen, dann wollen wir wieder Eis essen und immer wieder Eis essen und immer wieder. Ne? Das macht uns ja nicht zufrieden. Das ist ja vergänglich. Ne? Das geht nach 15 Minuten, sind wir zufrieden. Ja, und dann kommt schon wieder die Langeweile hoch. Ne? Was mache ich jetzt? Ne? Und das geht doch eigentlich den ganzen Tag durch. Je mehr Freizeit wir haben, umso mehr merken wir das. Ne? Wenn wir angespannt sind in unserem Arbeitsstress, ne, dann läuft das Auto, das Programm, ne, an, bis es eine Leerstelle findet. Ja? Und was mache ich jetzt? Dann schaue ich auf mein Handy, aha, okay, weiter. Oder ich rufe den an. Ne?
Warum rufen wir Leute an? Warum gehen wir ins Internet? Ne? Es ist ja nicht dagegen zu sagen, das ist immer falsch. Nein. Warum? Das ist ja das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Warum mache ich das? Was erwarte ich mir davon? Und hat es das Resultat, was ich mir davon erwarte? Und wenn ich das zwei oder dreimal überprüfe und es bringt das Resultat, dann lasse ich es doch besser sein. Mach doch nichts Nutzloses. Und wir versuchen doch wenigstens nichts Nutzloses in unserem Leben zu machen. Die dritte edle Wahrheit ist, dass es ein Ende von diesem Dukkha gibt. Und die vierte edle Wahrheit ist der Weg, der zum Ende von Dukkha führt. Ne? Und der Weg, der zum Ende zum Dukkha führt, fängt erstmal mit Sila an. Mit den fünf Tugendregeln. Ich soll kein Lebewesen Leid zufügen, ich soll nicht nehmen das, was mir nicht gegeben worden ist, kein sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch, ja, fängt an, fremd zu gehen in der Partnerschaft oder in der Ehe. Das ist schon sexueller Missbrauch. Jemand aufgrund seiner Situation, da muss ein Yoga-Lehrer sehr aufpassen, wenn da eine Yoga, ja, das ist sexueller Missbrauch, mit der, weil die abhängig ist von jemand. Ne? Das passiert so häufig in Meditationskreisen, Meditationslehrer, ne? Passiert es sehr häufig, ne, dass die sexuellen Missbrauch, obwohl sie es eigentlich wissen müssten, ne, ist sexueller Missbrauch. Lehrer, Schüler, früher wurde das bestraft, Fremdgehen in der Ehe wurde auch früher bestraft, vor 100 Jahren, lest mal nach. Ne? Die sind ins Gefängnis dafür gegangen. Lehrer auch, Professoren auch. Das war nicht erlaubt. Ne? Und dann natürlich Sex mit Kindern, ne? Also mit seinen eigenen Kindern. Ne? Ja, und dann Sex mit Tieren. Das ist alles sexueller Missbrauch und dann braucht ihr die Welt euch anschauen und dann wisst ihr, wo die ganzen Leute hingehen. Ja, was kommt dann? Ne? Lügen. Ja? Absichtlich lügen, die anderen Menschen hinters Licht zu führen. Ne? Und mit der Rede, mit der rechten Rede, das ist ja rechte Rede, mit der falschen Rede den Menschen zu verletzen. Ne? Das ist die vierte Tugendregel. Die fünfte, kein Alkohol, keine Drogen. Alles, was uns unachtsam macht. Ne? Alles, was uns die Achtsamkeit nimmt. Und das sind die fünf Tugendregeln und das sind auch Schutzregeln. Die schützen uns nämlich dafür, runterzufallen. Was ist unter uns? Ja, fängt an mit Tierbereich, das sehen wir ja. Wo glaubt ihr, wo die meisten Metzger enden? Wenn ihr einen alten Metzger seht, dann schaut ihr mal das Gesicht an, dann wisst ihr schon, als was er wiedergeboren wird. Ja, das ist mir schon als Junge aufgefallen, ne? Also, die haben so ein Schweinsgesicht oder der andere hat so ein Kuhgesicht, ne? Ja. Ja, das zeichnet sich doch. Das darf man nicht sagen, oder? Nein. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, die werden zu denen, das muss doch wieder, das kommt doch wieder zu ihnen zurück. Hm? Dann sind sie 10.000, ich weiß nicht, wie viele Kühe sie abgeschlachtet haben oder wie viele Hennen sie abgeschlachtet haben. Dann haben sie 10.000 Jahre Leben als Hennen, ne? Als Hennen ist es noch schlimmer, ne, als Kuh, weil Kuh frisst nur Gras, also die verhält sich nicht gegen die verhält sich nicht gegen die Tugendregeln, die kann wieder zurückkommen als Mensch. Aber ein Tier, das man schlachten, das andere Tiere frisst, das geht runter. Außer man empfindet kein Vergnügen dran, haben Sie ja auch öfter schon gesagt. Ein Tier? Nein, der Metzger, der Schlechter. Der Schlecht, wenn der Schlechter. Warum macht er das dann? Der hat doch keinen Befehl von irgendjemand anders. Wenn er den Beruf hat. Weil er den Betrieb des Vaters weiterführt? Das ist nie. Ne? Schlechter nicht. Das ist Metzger. Metzger auch nicht. Ne? Der arme Buddha hat das für jemanden gesagt, ein Soldat. Ne? Ein Soldat ist dazu verpflichtet, andere Menschen zu töten. Wenn er da kein Vergnügen dran findet, dann kriegt er kein Karma. Ein Henker ist dazu verpflichtet, andere Menschen, die bestraft worden sind, zu töten. Wenn er daran kein Vergnügen empfindet, kriegt er auch kein Karma. Empfindet er Vergnügen, ne? Derjenige, der den Befehl gibt, zu schießen, der kriegt das ganze Karma. Und wenn der Soldat daran Vergnügen empfindet und nach drei Morden fängt das schon langsam an, das Blut zu wallen, kriege ich dann jetzt auch noch rum. Und, ne? Das ist so schnell, das geht so schnell. Ne? Aber wenn er kein Vergnügen daran empfindet, kriegt er kein Karma. Ne? Und das ist ganz schwer. Ne?
Aber derjenige, der das anordnet, sei es jetzt der König, ne, der das früher angeordnet hat, der hat die Todesstrafe, der kriegt das Kammer dafür. Oder der Lieutenant oder der Marschall oder der Obermarschall, ne, diese Division geht, zieht den Krieg gegen das, ne, der kriegt das ganze Kammer von all den Soldaten. Und die Soldaten kriegen dann wahrscheinlich, wenn sie über die Stränge schlagen, dann noch eigenes Kammer dazu, aber auch noch, wenn sie Vergnügen empfangen, auch noch das Kammer dazu. Aber Metzger macht das freiwillig, der wird von niemand gezwungen. Wenn er trotzdem von seiner Gier gezwungen. Wenn er jetzt mal anders den Metzger definiert, der würde tatsächlich kein Vergnügen am Töten. Ja, dann würde er aufhören. Dann würde er nicht töten. Okay. Ja. Warum soll der töten? Das hat doch keinen Grund. Er kann doch jeden anderen Beruf. Überleben zu können? Überleben zu können kann ich auch anders. Deswegen heißt es ja, ist ja auch ein Teil des achtfachen Pfades der rechte Lebenswandel. Wenn ich merke, ich bin zum Beispiel in einer Chemiefabrik, ne, und die sondert Gift an und andere, die Fische sterben daran und so weiter, und ich kriege das mit, ne, und bin mir bewusst, ne, dann suche ich mir lieber eine andere Arbeit. Ja? Ich muss ja diese Arbeit nicht machen. Ich kann ja auch andere Arbeit machen. Vielleicht gefällt mir die andere Arbeit nicht. Ne? Aber dann wäre ja schon wieder Gier dahinter. Ne? Ich kenne einen Biometzger, der kein Vergnügen am Töten empfindet. Der wird gern wohl aufhören und sagt, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer, ja, der macht es schlimmer als ich. Ja, aber das ist gut, dann kriegt er halt, weißt du, dann wird er als Bioschwein wiedergeboren, wo er einen liebenden Metzger hat, der vorher einen Schuss gibt, wo er nicht viel mitkriegt. Ja, okay. Ja, ja. Das ist eine Ausflucht. Ja. Das ist eine Ausrede. Ne? Er verdient damit sehr viel Geld. Wer war nach dem Zweiten Weltkrieg am schnell reich? Wer hat die Mercedes zuerst gefahren? Die Metzger. Echt? Ja. Ganz. Das ist, wirklich? Ja, wirklich. Sind immer noch reich. Wir sind immer noch reich. Weil niemand mag das. Ne? Ja. Wenn du einen Huhn kaufst, ne, und du musst es selber schlachten, dann überlegst du das dreimal. Ne? Und in den meisten Fällen machst du es nicht. Dann isst du lieber Gemüse. Ein Tier zu schlachten ist ein Stück von sich selber abzuschlachten. Das kann man nicht, das ist unmöglich. Ein Tier hat dieselbe Natur wie wir. Ja. Wenn du ihm Leid zufügst, fügst du dir auch Leid zu. Wieso essen wir dann Fleisch? Also da ist keine Schwelle. Was? Beim Fleischessen habe ich keine Schwelle. Viele Leute keine Schwelle. Hemmschwelle? Also du tötest auch den Hasen? Nein. Aber du isst, ich esse. Ja. Ja, der erhabene Buddha hat ja nicht davon gesprochen, dass es Essen. Ja, das finde ich nur ein bisschen widersprüchlich. Nein? Ja. Weil unser Denken widersprüchlich ist. Der Widerspruch liegt in unserem Denken. Der Fleischer macht es, weil er weiß, er hat viele Kunden und er verdient damit Geld. Und er verdient gutes Geld damit. Und wir essen, weil wir es gerne essen. Ja, wir essen, weil wir es gerne essen. Und wenn alle damit aufhören, das zu essen? Wenn alle damit aufhören, dann würde der Fleischer keine mehr umbringen, weil da nichts mehr. Aber wenn alle Männer Mönche würden, dann würde die Menschheit aussterben. Wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, ne? Ja, das kennen wir doch. Das ist da immer, das ist eine falsche Logik, ne? Wenn wir das sagen. Ne? Die Leute wollen Fleisch essen und es gibt Leute, die das bereiten. Ne? Und wenn da nichts bereitet wird, ne, oder wenn es zu teuer ist, wie in Thailand, dann essen die halt Reis und Gemüse. Ne? Und dann leisten sie sich wie früher, ne, also das kennt ihr wahrscheinlich nicht, früher gab es bei uns einmal, ne, das hieß ja so der Sonntagsbraten. Mhm. Ja, und warum hieß es der Sonntagsbraten? Weil es nur einmal in der Woche einen Braten gab. Ne? Das konnte man sich nicht immer leisten. Was teuer war. Ne? Natürlich würden wir gerne Fleisch essen oder viele essen gerne Fleisch. Ne? Ja, aber wenn es nicht da ist und wenn sie selber, wenn dich der Metzger vor dir hinstellt und sagt, ne, okay, dann schlacht es mir ab und ich weiß aus.
Dann würde keiner Fleisch kaufen. Die würden dann alle zum Gemüseladen rennen oder Sojafleisch kaufen. Ja, das Tofu oder was auch immer. Ne? Schmeckt ja auch nicht schlecht. Ja. Das ist doch der Punkt. Ne? Ich finde immer noch, dass man sich dann das vormacht. Nein. Nee. Du hast das, du sitzt an der falschen Logik auch. Ne? Du denkst, ne, wenn alle, ne, und du siehst den Konjunktiv da nicht. Wenn alle Leute kein Fleisch essen würden, dann würden keine Tiere umgebracht werden, dann würden keine Tiere in Massentiererhaltungen und so weiter und so fort. Ne? Wenn. Aber das ist nicht der Fall. Du kannst die Leute nicht davon abbringen. Wenn du gerne Fleisch isst, dann ist es auch da, ist kein Problem. Aber wenn du in ein Fischrestaurant gehst, nein, es gibt ja jetzt diese Fischrestaurants, also gab es schon zu meinen Zeiten, oder es haben gerade angefangen, oder zu dem Koch sagen kannst, den Fisch will ich. Ja, dann bist du genauso schon. Ob der den in deinem Auftrag, oder ob du den selber umbringst, ne? Dann hast du dieses Denks, ne? Dann hast du das Karma, den Fisch umgebracht zu haben. So wie der König, der sagt, okay, wir ziehen gegen das Land, wir führen Krieg, dann hat er das Karma davon. Der bringt die Leute nicht selber um. Ne? Und wenn du zum Metzger hingehst und sagst, du, ich möchte ein ganzes Kalb haben, und dann fragt er dich, welches willst du haben? Und dann sagst du, das, das oder das, ne? Ja, dann bist du. Der schlachtet es zwar für dich, aber dann hat er keine Schuld dran. Dann hat er nicht das Karma. Dann hast du, der das, den Befehl gegeben hat, ne? Ich mache mir auch nicht gerne die Hände schmutzig, aber ich will gerne, dass der umgebracht wird. Ne? Und dann frage ich ihn an und dann sagt, ja, okay, bringe ich den um. Ne? Ja, aber ich trage das Karma dafür. Ja? Das ist nicht alleine die Tat. Ne? Das ist die Intention, etwas umzubringen. Und wenn du in das Fischrestaurant gehst und sagst, den Fisch will ich, ne? Dann hast du den getötet. Ich ähnlich wie bei dem Auftragskiller. Ja, wenn du den Auftrag gibst, ist er auch dann vor Gericht schuldig. Ja. Mitschuldig. Aber mitschuldig, ja. Okay, jetzt verstanden? Mehr oder weniger? Ja, ja. Ja, 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 ich weiß, du musst da. Das ist schwierig. Aber, ja. Es ist immer wieder ein Thema, gerade aus dem Westlichen, ja, wenn die Leute weniger. Wenn ist eine Konjunktion, es ist nicht Tatsache. Ja? Wenn es kein Fleisch gibt, na, im Islam haben sie jetzt alles abgeschossen, jetzt gibt es nichts mehr. Ne? Jetzt müssen sie halt vom, ja. Entweder müssen sie es kaufen und das ist zu teuer, ne? und dann essen sie halt Reis und Gemüse. Ne? Aber da alles, was da auf vier Beinen, ne, laufen kann oder fliegen kann, das wird abgeschossen und landet im Kochtopf. Ja? Deswegen gibt es so wenig da noch. Ne? Selbst die Insekten, ne? Das ist ganz witzig. Die heißen Meng Mao, also die betrunkenen Insekten. Ne? Die steigen auf, ne? Gerade wenn es heftig geregnet hat, steigen die auf. Was machen die Thais? Die setzen Feuer im Topf mit heißem Wasser auf Feuer und dann tun sie ein paar Lichter dahin, ne? Also ein paar Kerzen. Und die fliegen immer aufs Licht, diese betrunkenen Insekten. Ne? Und dann fahren sie in den Kochtopf. Hab ich auch nicht getötet, das ist ja selber. Ja, und dann werden die verspeist. Das ist sowieso, das ist eine Art von Insekten, da überlegen wir, was für ein Karma haben die. Alle, ne? sobald die hochkommen, alle anderen Tiere lauern nur darauf, dass sie die schnappen können. Echt? Ja. Und wieso betrunken? Weil die so wie betrunken rum, ne? die rumschwirren. Ne? Das sind keine Vögel, die eine Richtung haben, sondern die dudeln einfach darum. Ne? Die haben vier Flügel, ne, und dann versuchen sie dann auch noch die Flügel ab und dann machen sie, dann melden sie sich, ne, und dann kommt. Das ist okay. Ne. Das siehst du, die Flügel, also Tausende. Ne.
Und unter so einem Licht, ne, wenn du am nächsten Tag vorbeikommst, siehst du tausende von diesen Fliegen. Aber das ist auch bei uns bei Brücken, ja, wenn da so Lichter sind, dann ist am nächsten Tag auf der ganze Boden voll mit Flügeln. Aber das sind dann halt etwas andere. Die sind sehr nahrhaft, ne? Die werden so ungefähr so groß, ne? Und werden dann immer offeriert, ne? Offeriert? Ja, natürlich. Wie schmecken sie? Gut. Süßlich? Einfach wie Fleisch, ne? Ein bisschen wie Hähnchen, ne? Genauso wie die Frösche, ne? Die kommen einmal dann im Jahr raus oder zweimal und dann werden die... Und dann weißt du schon, aha, morgen gibt's Frösche. Also das ist dann auch eine Unmenge, ne? Die kommen dann immer in riesigen Mengen und das passiert halt nur ein oder zweimal im Jahr, ne? Und dann gibt's halt dann zu der Zeit Frösche. Komm. So. Ja. Tugendregeln waren wir stehen geblieben. Ne? Wenn wir die nicht einhalten, kommen wir runter. Kommen wir entweder ins Tierreich oder ins Geisterreich, Dämonenreich oder Höllenbereich. Ne? Wenn wir die Gesetze des Staates nicht einhalten, kommen wir ins Gefängnis. Entweder ins leichte Gefängnis oder ins schwere Gefängnis oder in das oder das. Das weiß jeder. Aber diese Tugendregeln gelten für alle Wesen in allen Bereichen. Egal, ob sie Tiere sind, ob sie Menschen sind oder ob sie himmlische Wesen sind. Darf ich dazu was fragen? Ja. Diese Tugendregel mit dem Nicht-Lügen ist mir klar. Ja. Aber ich glaube, das geht auch noch weiter, dass man nicht reden darf, indem man anderen Leuten schadet. Ja. Ja, also keine schlechte Rede. Ja, wenn ich mich jetzt über jemand aufreg. Ja. Und dann mit XY über den red und das erzähle, wie der mich aufgeregt hat. Verstoße ich dann gegen die fünf Sila? Eigentlich nicht. Ja? Aber wenn du den versuchst, schlecht anzuschwärzen, dann verstößt du schon dagegen. Ja? Und wenn du nur sagst, na, das hat mich aufgeregt, was der gesagt hat, dann ist das einfach im Grunde genommen nur eine Tatsache, eine Feststellung deiner Gefühle. Ne? Und da ist ja nichts falsch daran und da machst du ja den anderen auch nicht schlecht. Aber wenn du natürlich die Intention hast, den anzuschwärzen, dann geht es schon gegen diese Tugendregel. Dem anderen zu zeigen, wie schlecht er eigentlich ist. Ne? Und da muss man die Intention. Aber nicht jede dieser Dinge muss unbedingt dann in die Hölle führen. Das kriegst du halt dann zurück. Ne? Und dann hörst du die Kollegen, wie sie sich schlecht über dich verhalten. Ne? Kennst du doch auch. Ne? Und dann weißt du, dass du das auch gerne machst. Ne? Weil was immer zu dir zurückkommt, ist das, was du früher anderen angetan hast. Ne? Und dann, wenn dir das nicht gefällt, wie die Kollegen über dich reden, ja, dann musst du aufhören. Ganz kurz zu diesem früher, egal wann früher, es kann auch direkt zurückkommen. Nein, nicht in diesem Leben. Ist vorher schon passiert. Ja. Das ist das Problem, ne? Dass wir das nicht sehen können, was wir im früheren Leben gemacht haben. Ne? Weil das ist ja wie beim Bauer. Ne? Der Bauer muss ja auch warten, bis es reif ist, bevor es ernten kann. Der kann ja nicht den Reis setzen oder die Gerste oder den Weizen setzen und morgen sagt er, wo ist denn jetzt? Der muss ja warten. Ne? Das durchläuft einen Reifeprozess. Und dasselbe ist bei Kammer. Das durchläuft einen Reifeprozess, der ist meistens dann 60 bis 80 oder 100 Jahre. Manches kannst du noch am Ende deines Lebens, wenn du es ganz früh gesät hast, ernten. Ne? Aber das meiste wirst du eigentlich im nächsten Leben ernten. Kann es beim Karma nicht auch so sein, dass es gleich direkt... Ne? Es scheint so direkt zu kommen, weil du es immer noch gemacht hast. Ne? Du machst es noch, du hast es im letzten Leben schon gemacht. Und deswegen scheint es direkt zurückzukommen. Mhm. Weil teilweise ist es ja so, ich rede morgen schlecht und dann nachmittags kommt es zurück. Kommt zurück, ja. Und dann haben wir nämlich das Gefühl, dass es direkt zurückkommt. Mhm. Ne? Muss aber nicht sein. Es kommt von früheren Leben. Aber es wurde vielleicht durch das getriggert, ne? Durch das angestoßen. Aber das, was du vorhin geredet hast, ne? Das kommt dann auch im nächsten Leben zurück, ne? Ja, aber ich habe bei dem Karma immer wieder den Eindruck, dass es gleich wieder direkt mir ins Gesicht knallt. Es ist wunderbar, wenn du das Gefühl hast, es kommt gleich zurück, ne, dann kannst du nämlich gleich schauen, wo das bei dir drin ist. Und dann rausreißen. Ne? Weil die meisten Leute kriegen das ja gar nicht mit, dass es zurückkommt. Ne?
Das ist, im Grunde genommen ist es für dich ein spiritueller Vorteil. Du siehst, dass die Dinge zurückkommen, ne? Klar, kommen aus dem früheren Leben zurück, aber sie scheinen jetzt zur richtigen Zeit zurückzukommen, um dir zu zeigen, du, was auch immer du tust, das kommt zurück. Ne? Nimm das doch an als Anhaltspunkt, ne? Und dann schau doch da im Herzen nach, wo das ist, woran das liegt, ne? Dass du das sagst oder das tust. Was ist denn deine Absicht dabei? Anderen zu schaden, dich besser zu stellen, das ist doch meistens die Absicht. Dann bin ich ja wieder bei der Reflexion, oder? Ja, dann bist du bei der Reflexion. Aber wenn du den wirklichen Grund findest, dann kannst du das auch... Lehrer. Er ist Lehrer. Ja, und was war jetzt der Kommentar? Dass er gut ist. Er hat es schnell begriffen. Wir haben ihn gelobt. Wir haben... Ja, und was sollte dieser Einwurf? Also ihr zwei, ne, das ist wie kleine Gören auf der Schulbank. Ne? Wir wollten auch mal wieder besser. Ja. Ihr wolltet nicht ausgelassen werden. Habt ihr euch übergangen gefühlt, dann könnt ihr ja danach schauen, was das ist, wenn man sich übergangen fühlt. Wirklich, manchmal so wirklich wie so zwei Körner auf der Schulbank in so 11, 12 Jahre. Ständig was tuscheln. Ständig was tuscheln. Nimm das, ne? Ja, okay. Nimm das als Reflexion, denk dann abends nach der Meditation, machst du die Reflexion und dann schaust du das an. Woran liegt das, dass ich das immer noch mache? Ich merke das doch jetzt, dass das zurückkommt. Wenn ich das bei dem vorigen Dharma-Talk richtig verstanden habe, ist doch, was wäre jetzt die Anleitung von der Mini-Reflexion? Ist das dieses, was habe ich gemacht? Ja. Welches Resultat hat es? Ja. Und warum will ich es machen? Was erwarte ich mir davon? Oder warum habe ich es gemacht in dem Fall? Ja. Warum habe ich es gemacht? Was habe ich gemacht? Und das Resultat. Ja. Oh, das wollen wir gar nicht sehen. Das ist ganz schwer. Jemand, der viel Sati hat, der kann das anschauen. Ne? Weil je mehr Sati wir haben, umso mehr objektiv können wir die Sachen sehen. Ne? Und der hat weniger Schwierigkeiten mit der Reflexion. Ne? Aber die Leute, die wenig Sati haben, ne? Dieses Gewahrsam, das einfach das nur weiß, das war gut, das war schlecht, ne? Aber dass da keine Gefühle dazu hat. Ne? Jemand, der das nicht hat, der denkt, das war doch richtig, das musste ich ihm mal zeigen. Das geht mir jetzt so lange auf den Keks, das musste ich ihm zeigen. Das ist ja nicht objektiv gesehen. Das ist ja subjektiv. Zu sehen, welche Absicht hatte, ich wollte es ihm zeigen. Warum? Weil ich denke, ich habe recht oder ich will mir das nicht mehr gefallen lassen. Und dann gleichzeitig, ich will mir das nicht mehr gefallen lassen. Was zu mir zurückkommt, ist alles mein eigenes Karma. Vielleicht sollte ich mal versuchen, das annehmen. Das könnte mir sowas, können wir ja dann überlegen, in so einer Mini-Reflexion. Ne? Und dann wird das, na, das geht nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Zeit wird es dann weniger und weniger und weniger. Ne? Wenn man sich immer wieder vornimmt, da brauche ich nicht darauf einzusteigen, sondern das sind alles nur Sachen, die zu mir zurückkommen. Ich weiß es auch, ne? Ich hatte auch eine scharfe Zunge. Habe ich wahrscheinlich immer noch. Und in meinem Kollegenkreis, ne, da habe ich, bevor sie mich angreifen konnten, habe ich die mundtot gemacht. Ne? Und dann haben wir überlegt, dass es gar nichts Gutes. Ne? Und dann habe ich den Mund zugemacht und kam alles zu mir zurück. Und dann musste ich immer beißen. Ne? Man lernt nur aus Fehlern. Und wenn du das siehst, ne, und dir das unangenehm ist, ja, dann versuch das zu ändern. Ne? So, aber ich wollte noch den Weg zu Ende machen. Ne? Als nächstes, gut, die Tugendregeln sind Schutzregeln für die Laien, dass sie nicht runterfallen. Ne? So wie wir Gesetze haben in jedem Land, dass wir nicht ins Gefängnis kommen, halten wir sie ein, die meisten jedenfalls. Ne? Und dann kommt Samadhi. Die Konzentration, sich auf einen Punkt, ne, du machst Satipatthana, also sich auf den Atem zu konzentrieren, da unten an der Nasenspitze zu wissen, dass der Atem geht rein und er geht raus. Jeder Gedanke, der kommt, wird ersetzt mit der
Aufmerksamkeit auf den Atem. Das ist Konzentration. Oder man nimmt das Buddha und rezitiert das Buddha, 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 Buddha. Ne? Das ist bei Leuten, die viel denken, ist das hilfreicher. Ne? Weil jeder Gedanke, der Buddha ist, kann kein anderer Gedanke sein. Wir können nur einen Gedanken zu einem Moment haben. Das Schöne ist, wir sind kein Parallelcomputer. Wir denken zwar immer, wir können 10 Dinge gleichzeitig machen, aber wir sind genauso wie Windows, ne? Das macht auch im Hintergrund was. Ne? Das teilt sich einfach nur die Aufgaben auf. Ne? Zeit schneiden. Ne? Und deswegen können wir auch verstehen, was da passiert. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, ne? Es gibt keine Parallelprogrammiersprache. Leute können nicht parallel denken. Ne? Deswegen gibt es diese nicht. Man kann Sachen parallelisieren. Mathematiker sind da gut dran, ne? Die können sehen, aha, das sind Parallelsachen, die sind unabhängig voneinander, aber trotzdem läuft es sequenziell ab. Ne? Sequenziell, parallel, dann wieder sequenziell. Ne? Der ganze Fluss ist sequenziell. Und deswegen können wir überhaupt verstehen, was da bei uns passiert. Da kommt ein Gedanke, da kommt ein Event, ne? Und dann kommt das Nächste, dann kommt eine Reaktion auf den Event, dann kommt das, dann kommt ein Gefühl auch, dann kommt ein Gedanke, dann kommt eine Erinnerung. Ne? Aber das geht so schnell, ne? Dass wir innerhalb von einem Augenblick 3000 Geistesmomente haben. Und ein Geistesmoment ist ein bisschen mehr als ein Flop oder ein Flip oder beim Computer. Ne? Ja? Eine Instruktion oder wie es auch immer heißt. Ne? Da wird so viel prozessiert, der Geist ist so schnell, dass es so schnell abläuft, dass wir wirklich, wenn wir jemanden sehen, sofort der abgrundtiefige Hass hochkommen kann. Wenn wir das dann anschauen, in Zeitlupe, wo wir jeden einzelnen Schritt sehen, sehen wir, das ist aufgebaut. Das ist wie wenn du eine Handvoll Zucker in die Pfanne, heiße Pfanne wirfst und dann bauscht sich das auf zur Zuckerwatte. Das sehen wir, oh, das ist ja riesengroß. Und dabei waren das ein paar Kanäle. Zucker. Ne? Alles entstanden. Emotionen können nicht zu den Grundlagen. Ne? Gefühle ja, aber nicht Emotionen. Oder Moods. Was heißt Moods? Stimmungen. Ja. Können auch nicht zur Grundlage. Samadhi ist die Fähigkeit, sich auf einen Punkt zu konzentrieren und zu wissen, was an diesem einen Punkt passiert. Ob das nun der Atem ist oder ob das das Buddha ist. So lange, bis der Geist zu denken aufhört. Wirklich aufhört. Und dann ist Ruhe im Karton erstmal. Ja? Und dann schnauft man richtig durch. Das merkt man so richtig. Geht plötzlich, der ganze Körper wird lose. Ne? Weil die ganzen Sachen, die ganzen Gedanken, die unseren Körper so verspannen, fangen plötzlich an, alle loszuwerden. Ne? Und der Körper sitzt vollkommen entspannt da, auch ohne Schmerzen, ohne alles. Ne? Voratmen könnte man große Schmerzen gehabt haben. Ne? Und dann ist das plötzlich alles weg. Ne? Und dann sind wir nur noch. Aber da ist niemand mehr, der sagt, das bin ich oder das habe ich erlebt oder das ist so oder das ist so. Da ist einfach nur reines, pures Erleben. Ne? Und das befriedigt uns unheimlich, sodass wenn wir rauskommen, will ich wieder rein. Und dann macht man das noch weiter, bis es, ich erkläre das nochmal morgen genau, ne? Macht man noch weiter, bis man ins tiefe Samadhi, wo die ganze Welt verschwindet. Dann verschwindet, zum Schluss verschwindet der Körper, dann verschwinden die ganzen Sinnesorgane und zum Schluss ist man weg. Da ist Raum und Zeit aufgehoben. Eine Minute, eine Stunde ist wie 7 Tage. Man geht rein, man kommt raus. Und dann merkt man, wenn man rauskommt, boah, die ganze Welt hat nicht existiert. Die war nur in unseren Träumen, in unseren Vorstellungen, in dem Videospiel, das Leben heißt. Wir waren dann nur da drin. Und deswegen haben wir auch nur diese Multiple Choices, diese verschiedenen Möglichkeiten zu agieren. Und dann gehen wir wieder raus und dann ist wieder das Videospiel, als wir uns rausgezogen haben, weg. Ganz inklusive des Körpers. Das ist ein Wunder. Das erste Wunder der Meditation. Und alles, was wir machen müssen, ist einfach nur zu konzentrieren, auf einen Punkt. Und nicht davon ablassen.
Der letzte Teil, ne, der zum Ausstieg aus dem Hamsterrad führt, ist Weisheit. Ne? Samadhi führt zur Ruhe, zur Konzentration, zur Objektivität und Weisheit, das heißt das Untersuchen von dem, was wir glauben, was wir sind. Körper, Gefühl, Erinnerung, Assoziationen, Denken und Bewusstsein. Das muss alles untersucht werden, weil alles das glauben wir, wir sind das. Oder das Gemisch. Ne? Und wenn wir das dann verstanden haben, dann kommen wir raus. Ja. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Gefühl, ja, und Emotion? Es aufgebauscht ist. Ne? Eine Emotion entsteht. Also es entsteht über viele Dinge. Ne? Wir haben ja diese Gefühle, diese Emotionen. Ein Gefühl ist ein, dauert eigentlich sehr kurz. Ne? Es kommt und es geht. Ne? Das hält nie lange an. Ne? Eine Emotion ist etwas, was länger anhält. Ne? Oder was aufgebauscht wird. Eine Emotion entsteht, ne? Da kommt ein Gedanke und an den Gedanken ist so ein ganz kleines Gefühl geheftet. Ne? Und dann kommt ein Gefühl dazu, das triggert oder das stößt ein Gefühl an. Das ist ein ähnliches Gefühl, das summiert sich auf. Und dann kommt eine Erinnerung dran, ach, das hatte ich doch schon mal. Und da ist auch an diese Erinnerung ist auch ein Gefühl geheftet, das summiert sich dann nochmal auf. Und wenn das tausendmal durchgeht, dann hast du eine Lawine. Wie ja? So eine Rückkoppelung im Lautsprecher mit dem Mikrofon. Das kannst du so sehen, oder du kannst es auch wie ein Stein, den du oben auf den Berg wirfst, ne, und den Schnee. Und mit jeder Umdrehung nimmt der Schnee auf. Und zum Schluss wird er so groß, dass er dich erschlägt. Ist das vielleicht das deutsche Wort Gefühlsausbruch für Emotion, das was nach außen dann sich... Das, wenn es stärker wird, na, wenn die Emotion stärker wird, dann bricht sie nach außen durch. Ich denke vom Wort, von der Wortbedeutung her, das könnte aus dem Französischen kommen, also heraus, bewegen. Ja, das ist Latein. Oder Latein, ja, ursprünglich ja. Latein. Emotion, ja. Bewegung, ja. Edelemotion, herausbewegen. Ja, also das, was nach außen dann sichtbar wird, also ausbricht aus dem Körper. Ja. Muss aber nicht unbedingt ausbrechen. Wir können dann die Emotionen zurückhalten, na, und nicht nachgeben. Ja, na? Aber ja. Man sieht es vielleicht am Gesicht, ne, was drin vorgeht. Aber nur in Europa. In Asien siehst du das überhaupt nicht. Die haben das Pokerface, das absolute Pokerface, und das müsstest du eigentlich wissen. Ja. Die grinsen dich an und wünschen dir, dass du im nächsten Straßengraben landest. Ja. Und du denkst, ach, sind die freundlich. Und dann bescheißen sie dich hinten rum, ne? Noch freundlicher. Ja, dann sind sie noch freundlicher. Ja. Okay. Ich denke, das ist genug erstmal für heute, ne? Da habt ihr genug zu verdauen. Ja? Aber du wusstest ja, worauf du dich einlässt, ne? Oder hast du mich vorgewarnt? War viel Neues für dich? Nein. Hier und da ein paar Sachen habe ich klar schon mal gehört. Ja. Ja. Aber so, das kommt halt jetzt direkt, ne? Das kommt ja das, ja, das und das direkt, das ist, hat halt einen stärkeren Wirkungsgrad. Ne? YouTube ist ja nicht schlecht, aber der ist mir noch abgelenkt durch dies und das, ne? Und jetzt kommt BUM! Wow. Wie eine Bombe auf uns zu. Okay, dann hören wir jetzt erstmal auf, ne? Und dann können wir einen Spaziergang machen im Odenwald. Noch eine wichtige Frage hätte ich für mich. Wenn der Buddhismus auf Erfahrung beruht, die Sache mit dieser Wiedergeburt, mir fehlt die direkte Erfahrung dazu, die bewusste direkte Erfahrung dazu. Ja. Mit Glauben hat es dann aber trotzdem nichts zu tun. Nein. Du musst dem vertrauen, was der erhabene Buddha gesagt hat. Ne? Wenn dir ein Architekt sagt, na, so kannst du dein, oder ein Statiker, so kannst du dein Haus bauen, du musst dem auch erstmal vertrauen, dass er weiß, wovon er spricht. Ne? Und dann baust du es und dann siehst du es, das hält. Ne? Und dann weißt du selber, okay, hat er richtig gerechnet. Und der erhabene Buddha hat uns den Weg gezeigt. Ne? Und je weiter wir diesen Weg gehen, umso mehr wissen wir, dass das, was der erhabene Buddha lehrt, genau das ist, was er gesagt hat, ne? Was wir erfahren haben. Ne? Aber das kann man natürlich am Anfang nicht. Ne? Man muss weder an Hölle glauben, noch an Himmel glauben. Man darf sie nur nicht verneinen.
Man darf nur nicht sagen, das stimmt nicht, das geht nicht, das gibt's nicht. Ne? Man darf Wiedergeburt nicht verneinen. Ne? Man muss nicht daran unbedingt glauben, weil der Glaube hilft dir nichts. Ne? Aber du musst vertrauen, dass der arme Buddha schon eine Weitsicht hatte. Ne? Der war oben da auf dem Mond und hat uns angeschaut, und wie wir da ständig da um die Erde da rumgelaufen sind und gelaufen und gelaufen und gelaufen und nicht rausgekommen sind. Ne? Man muss ihm schon vertrauen, dass er den richtigen Blickwinkel hatte. Ne? Und dann, aber wenn du seinen Weg gehst, je mehr du oder je länger seinen Weg gehst, ne, umso mehr siehst du, dass er in allem recht hat. Ne? So habe ich ja das Vertrauen erwartet. Ne? Am Anfang war es so 10-20%, und dann wird es 50%, und dann wird es 100%, und dann wird es 1000%. Das ist ja nicht nur, dass ich 100% nicht ihm glaube, ne? Ich kann ja nicht mehr dagegen anstinken. Ne? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wie man so schön sagt. Ne? Da kommt nicht mal der leiseste Zweifel hoch, dass er, dass das, was er gesagt hat, falsch sein könnte. Auch selbst wenn ich es noch nicht erfahren habe. Ne? Aufgrund der Erfahrung, die ich auf dem Weg gemacht habe, ist es klar. Ne? Wenn ich das mache und wenn ich den Weg dahin gehe, dann werde ich das auch erfahren. Okay? So. Okay. Lass uns spazieren, ein bisschen spazieren gehen, die Beine verbrennen. Ihr seid im Goldenen Hirsch, oder? Oder wo seid ihr? Ja. Wir sollten dann irgendwann mal Prozente bei dem Batterie gebraucht? Ja, hätte ich gebraucht. Die war doch bei dir. Wenn du dich hinten umschaust.